Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu meinem nächsten Beitrag zum MSK World Cup 2015. Heute gibt es das zweite Gruppenspiel gegen den NE von 4 FIFA. Das erste Gruppenspiel war ziemlich kontrovers gegen den Wakes FIFA. Es wurde sogar behauptet, dass Pro Owens für ihn gespielt hat. Ich glaube da ja persönlich nicht dran, aber werde es wohl nie erfahren. Trotzdem geht es heute gegen NE. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, wie das Ergebnis ausgegangen ist aus dem Hinspiel, schaut auf jeden Fall da vorbei. Link ist in der Videobeschreibung zu allen Teilen, natürlich auch zu NE, also zu 4 FIFA. Wer die nicht kennt, aber das denke ich mal, tut jeder, abonniert ihr auf jeden Fall. Abonniert auch den Ersteller bzw. den Ausrichter des Turniers. MSK hat noch nicht so viele Subs, wie er eventuell verdient, also schaut auf jeden Fall vorbei. Auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Die anderen Teilnehmer sind ebenfalls da. Ich muss schauen, wie ich das überhaupt in dem weiteren Turnierverlauf, wenn ich denn weiterkomme, das mache. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht weiß, wie die anderen gespielt haben. Allerdings muss ich trotzdem gucken, wie ich es mache, weil ich ja zu der Zeit im Urlaub bin. Also mal schauen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr zuschaut. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Max. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. 1000 Likes wären richtig, richtig geil. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns ja beim nächsten hoffentlich wieder. Viel Spaß! So, Freunde, da sind wir jetzt im Spiel mit 4 FIFA. Das quasi Hinspiel wurde schon gespielt. Schaut auf jeden Fall vorher, bevor ihr dieses Video schaut, auf seinen Kanal. Denn das Ergebnis, was ich hier gleich spoilern werde, ist natürlich auf seinem Kanal im ersten Spiel passiert. Ich gebe euch noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. 2-1 Sieg für RNE. Ziemlich knappe Partie auf jeden Fall. Mich hat es teilweise ein bisschen genervt, dass meine Mannschaft offensiv nicht so stark war. Vielleicht habe ich mich da so getäuscht, weil er hat auch gut verteidigt. Aber ich habe das Ganze ein bisschen umgestellt. Mein Team sieht jetzt anders aus. Und zwar spiele ich jetzt im 4-3-1-2 und das ist ein kleines Problem. Das werden wir mal eben beheben. So, Einladung ging nochmal raus und ja, 2-2-1 also verloren, dementsprechend umgestellt aufs 4-3-1-2. Habe jetzt auch Matuidi anstelle von Kabeja im Team, Feki in der Spitze und naja, Payet auf der 10. Mal sehen, wie das funktionieren wird. So, wir haben wieder hinzugefügt und kommt er jetzt auch rein, das ist die große Frage. So, wir haben es geschafft, da sind wir, MSK Capitalien und es ist natürlich das italienische Team mit Vieri, mit Marchisio Team of the Season, Cerci, Candreva, Inform, El Sharavi, Inform, Crescito, De Rossi, den beiden Team of the Season, Juventus, Innenverteidigung, Bonucci und Chiellini, rechts Abate und im Tor Sirigu. Auf jeden Fall eine härtere Nuss, die ich da zu knacken habe, habt ihr eventuell schon im Hinspiel gesehen, aber wir wollen es natürlich versuchen. Also, auf geht's. Okay, Fake hier, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das war nicht gut. Weiß ich nicht wofür, aber gut. Ist eine Position an sich für einen Linksfuß. Fake hier ist Linksfuß, pariert aber die Mega-Stats. Deswegen versuchen wir es einfach mal aus ganz spitzen Winkel. Und ja, das war ganz, ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Fake hier, machen rein 1-0. Jawohl, genauso muss das hier losgehen. Linker Fuß, linke Klebe und das Ding ist drin zur Führung. Wunderbar mit dem Roulette da vorbeigegangen hier, zack. Und dann hat er die freie Bahn und dann kann Sirigu auch nichts mehr machen. So, das müssen wir jetzt auf jeden Fall halten, beziehungsweise am besten ausbauen, damit er nicht schnell zurückkommen kann, wie ich im letzten Spiel. Oh, Gott sei Dank habe ich Juri. Es wäre genau der gleiche schnelle Ausgleich gewesen. So, jetzt aufpassen, dass der Scharar wieder außen keine Faxen macht. Das war klar. Und ich kann es nicht verteidigen. Ich kann es nicht verteidigen. Eieieiei. Lacazette, genau so muss das aussehen. Ein Fehler macht er, einen kleinen Fehler macht er und sofort bestrafe ich den. Ja, normalerweise hätte ich es vielleicht nicht gemacht, ne, in einem Freundschaftsspiel, aber es ist halt ein Turnierspiel und dementsprechend müssen Le Bleu das auch ausnutzen. War richtig gut gemacht hier von Feki, der den Pass genau im richtigen Moment spielt und Lacazette mit einem guten Abschluss. Jawohl. Finesse-Schuss. Ah, Sirigu ist da. Also ich bin noch ein bisschen zu schöne Tore-affin. Ich sollte vielleicht erstmal die sicheren Dinger machen, wenn ich die Chancen bekomme. Die Flanke ist gut, aber Rami und Lacazette stehen sich da im Weg. Wenn ihr übrigens fragt, warum Rami... Ach, nee, hab ich ja schon erklärt. Fick hier wieder außen, zieht in die Mitte, geht an der Grundlinie lang. Muss ihn nur noch reinmachen, irgendwie. Nachschuss irgendwie. Komm schon, schade. Hat er mich gerade hinten eingeschnürt. De Rossi mal mit dem Longshot-Versuch. Nur mal schnell wieder nach vorne kommen. Über Fekir und Payet, die sind beide schnell. Chop und funktioniert nicht. Ich komme jetzt gerade nicht mehr nach vorne. Er hat mich wirklich hinten drin. Aber zum Glück skillt er nicht. Er hat auch mit Italien natürlich keine Skiller-Nation, aber ich glaube, das weiß er auch nicht. Aber ich hätte deutlich mehr Probleme, wenn er skillen würde. Vielleicht unklug, das vor dem nächsten Turnierverlauf noch zu sagen, aber
kann da, wenn er da außen mit El Sharawi steht, nichts machen. Guter Pass auf Cherchi, den muss ich jetzt verteidigen irgendwie. Weit abgedrängt und gut gemacht, denn so ist Halbzeit, 2-0 Führung. Bisher, wie gesagt, habe ich ihn gut im Griff, deutlich mehr Schüsse und so weiter und Spielanteile auch. Allerdings muss das noch nichts heißen. Ich werde mir jetzt erstmal einen leckeren Mango-Ananas-Eistee gönnen. Ja, wie gesagt, muss genauso weitergehen, am besten mit viel Druck. Das ist 3-0 machen und dann bin ich erstmal safe. Wunderbar gespielt! Oh, mach ihn noch rein! Ja, das wäre zu schön gewesen. Und der Konter über Konko. Sieht nicht so gut aus, aber jetzt muss der Ball kommen auf Payet. Der muss also kriegen. Kriegt er auch und auf geht's. Mit Tempo und Forster Weakfoot und der kann nicht zum Abschluss kommen. Kommt doch noch zum Abschluss. Und dann wird er abgefälscht. Eieieiei. Und jetzt wieder der Konter über Koscielny, der ist schnell genug, aber es läuft keiner mit. Jetzt läuft Fekir, wir machen es mit Koscielny mal alleine einfach, spaßeshalber. Geht über außen, macht das gut. Jetzt dreh dich mal, okay, das war ein Innenverteidiger drehen. Ich wollte eigentlich, dass er in andere Richtung, also ne, andere Seite vom Gegner. Ja, uff, nein! Oh, das war wieder so ein typisches Bullshit-Tor, ne? Jetzt kommt er dadurch zurück ins Spiel, das zweite Mal. Im Hinspiel war das erste Tor auch schon so ein richtiges Scheißtor. Und jetzt auf jeden Fall aufpassen und am besten direkt zurückschlagen. Jetzt fängt hier sowas an. Nein, Jovinko ist zu schnell für Rami. Ah, Jovinko ist zu... Okay, kein Foul, aber trotzdem. Meine Spieler sind gerade vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das ist ganz komisch. Die fühlen sich ganz, ganz ungelenkig an gerade. Das ist nicht gut. So, erstmal wieder Fake hier. Ist schnell. Schnell genug auf jeden Fall. Gut, Ruhe ins Spiel bringen. Über Payet. Raus auf Klischee, alles klar. Kopfballstärke habe ich leider nicht, Bremer ist ja noch nicht da. Okay. Pogba! Was, den hält er? Ich wollte schon feiern. Oh, den hält er. Das ist ja der Wahnsinn. Fake hier, wunderbare Ballmitnahme, aber da kommt er nicht zum Abschluss. Da freut er sich. Oh nein, nicht Kopfball, nicht Kopfball. Warum kommt da Lori nicht raus? Oh nee. Oh Gott, Alter, Lori. Oh. Jetzt schwimme ich hier noch. Das ist nicht gut. Oh nein, jetzt macht er die kurze Eckenvariante. Oh fuck. Fuck, nein. Nein, das ist doch nicht mehr wahr. Führung, alles sicher und gut. Und dann kommt sowas. Och, pfeift doch den Elfmeter. Komm! Oh mein Gott, warum konnte ich ihn denn nicht richtig steuern? Ich konnte nicht mal... Oh Mann. Es wäre so lächerlich gewesen. Ich bin so froh, dass Balotelli den vergeigt hat. Es wäre so lächerlich gewesen. Einfach weil, ne, die Animation hat, glaube ich, alles gesagt. Ah, es bleibt beim 2-2. Ja, Props an der Nähe auf jeden Fall. Hat er gut aufgeholt noch. War natürlich auch zumindest das erste Tor, war auf jeden Fall glücklich. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen, dass er da so durchrutscht. Da hadere ich so ein bisschen mit dem Spiel wieder. Im ersten Spiel war es... ein Impact-Engine-Fail und ein Sweaty-Goal. In dem Spiel war es ein Sweaty-Goal, das aber ganz komisch war. Und war es ein Sweaty-Goal überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ganz viel Pech für mich. Spieler des Tages ist Faker, davon kann ich mir auch nichts kaufen im Endeffekt. Das war es trotzdem von diesem Video. Schaut bei FIFA und den anderen Teilnehmern vorbei. Links sind in der Videobeschreibung unten drin. Wir werden dann noch das Spiel gegen Wakes sehen. Ich denke mal, das Video hier wird später kommen. Das heißt, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie ich gegen Wakes gespielt habe, weil ich gegen Wakes quasi später gespielt habe. Ja. War halt einfach Sweaty. Und das Tor, da hadere ich wirklich so, dass der Freistoß, der war okay und dann der Pass hier. Ich meine, einmal, dass der zustande kommt und dann wie der da durchrutscht und das, ja, bitter. Aber kannst du nichts machen, gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.